Hallo liebe Bärpo-Fans, ich bin's, eure Lisa. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Archery Basics. Heute geht es um die Standhöhe eines Bogens. Die Standhöhe eines Bogens ist der Abstand zwischen dem tiefsten Punkt des Mittelteils zur gespannten Sehne. Der beeinflusst maßgeblich die Eigenschaft eures Bogens. Ist der Bogen bei euch zu laut, müsst ihr einfach mal noch an euer Setup gehen und die Standhöhe nachmessen. Eventuell ist sie hier zu hoch oder zu niedrig. Wir haben jetzt heute den Mingo. Hier ist eine Standhöhe von 6¾ Zoll von Bärpo vorgegeben. Unsere Standhöhen findet ihr auf unserem Online-Shop. Wir brauchen dafür, um die Standhöhe nachzumessen, einen Checker. Den findet ihr natürlich auch bei uns im Online-Shop. Wir legen den Checker immer im tiefsten Punkt des Mittelteils an und legen dann einen 90-Grad-Winkel zur Sehne. Hier ist eine Inch-Skala angezeigt, die uns zeigt, wo die Standhöhe sich befindet. Wir messen jetzt mal beim Mingo nach. Wir haben jetzt momentan 6,5 Zoll. Das ist natürlich hier zu wenig. Dafür entspannen wir jetzt einmal den Bogen. Wir nehmen einmal die Sehne komplett ab. Da wir jetzt ein bisschen höhere Standhöhe benötigen, drehen wir die Sehne mit dem Spleiß ein. Dann setzen wir die Sehne wieder auf. So, wir messen jetzt nochmal nach. Wir haben jetzt genau 6¾ Zoll, genau richtig für den Mingo von Botnik Bows. Solltet ihr weitere Fragen haben, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Schießen und bis bald, eure Lisa.